Hi Leute, wir sind heute bei TerraHash und ja, Mats ist hier und stell dich ja gerne mal vor und ja, was ja sehen wir denn hier überhaupt? Genau, also ich bin Mats, ich arbeite bei TerraHash, Schwerpunkt energiemäßig unterwegs und wir gucken natürlich auch nach Plug-and-Play-Lösungen für hauptsächlich Industrieanwendungen im Energiebereich. Also das ist zum Beispiel jetzt eine Fertiglösung. Vielleicht haben ein paar Leute schon mal bei uns das Energy Lab gesehen. Ja. Im Energy Lab haben wir verschiedene Miner, die wir austesten. Also von luftgekühlt bis hin zu ölgekühlt bis hin zu wassergekühlt. Ja. Und das hier ist jetzt ein Fertigbaukasten wassergekühlt. Ui, cool, ja. Und was ich hier schon sehe, ist ein Wärmetauscher, denke ich mal. Richtig. Genau. Genau, also hier sieht man, das sind Wattsminer, das sind. Ist eine Norm, Standard M53 Miner, also das ist wirklich eine Norm, die passen auch in jeden weiteren Schrank rein. Und wie viel Hashrate haben die hier? Also und welche Effizienz haben die? Weißt du was? Oh, der Wirkungsgrad ist ein bisschen schlechter als, ich schätze, der ist, da müsste ich nochmal nachschauen, aber ich denke, der ist irgendwas bei 23, 24 Joule pro Terahash. Ja, ja. Also ist jetzt nicht im Optimalbereich, also ich glaube, der Beste schafft irgendwie 20,5 Joule pro Terahash. Ja, ja. Ist aber vollkommen ausreichend. Also der Unterschied ist auf jeden Fall, dass sie jetzt gar nicht mehr so wie so ein normaler S19-Miner erkennbar sind, sondern das ist wirklich wie so ein ganz normaler, wie so ein Rechenzentrum einfach. Ne? Ja, ja. Und das heißt im Grunde so, dass man das halt, es ist jetzt eher für die Industrie so gedacht und nicht für zu Hause, dass man sowas stehen hat, oder? Genau. Es sind industrielle Anwendungen. Wenn man das jetzt bei sich zu Hause anschließen würde und vielleicht sogar auch nur mit Überschuss meinen würde, ich glaube, da ist man ziemlich lange dabei, bis man das Ding hier amortisiert hat. Ja, ja, ja. Es geht tatsächlich wirklich für industrielle Anwendungen. Und was würdest du jetzt empfehlen für die Industrie? Also eher mit Luft oder mit Öl oder mit Wasser, die Miner halt zu kühlen? Oder gibt es da eine optimale Lösung oder muss man das immer schauen, was gerade passt? Ja, es kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Wenn ich jetzt die Wärme gebrauchen kann, dann macht natürlich irgendwie Öl oder Wasser Sinn. Ja. Wenn ich die Wärme nicht gebrauchen kann, dann muss ich einfach nur weg. Dann muss ich einfach raus in die Umwelt. Okay, dann einfach mit Luft. Das. Genau. Also wir haben drei verschiedene Arten von Wärmeübergang. Wir haben den konvektiven, das kennt man aus dem Backofen, ne? Diese Umluft. Ja, genau. So, dann hast du den konduktiven, also wenn ich anfasse, dann leitet das, also die Wärmeleitung. Und der dritte ist die Wärmestrahlung. Also es strahlt halt einfach immer ein bisschen ab. Die Frage, die sich halt eigentlich immer stellt, ist, du haust ja hier elektrische Energie rein, ne? Also Energie in Form von Strom. Und die Frage ist halt, wie viel nutzbare Wärme kommt halt hinten raus. Du hast immer ein bisschen Verlust, irgendwie über die Strahlung und so weiter. Und dadurch, dass du hier halt ein wassergekühltes System hast, ist das ein konduktiver, aber auch ein bisschen konvektiv. So eine Mischung aus beiden, ein Übergang. Und da kriegst du halt sehr viel nutzbare Wärme raus. Und was sieht man hier auch jetzt hier noch so drin? Weil es so, dass man hier einen der Wärmetauscher sieht, auch noch einen anderen Wärmetauscher. Genau, also das ist quasi ein Komplettpaket. Also wir haben zwei verschiedene Wärmetauscher. Ja. Und auch einen Schaltschrank. Das Interessante ist, wir haben das bei uns im Energy Lab alles irgendwie ein bisschen verwurstelt und extern. Also da haben wir auch verschiedene Wasserkreisläufe, weil das Wasser, das hier durch diese Essiggeräte durchläuft, das darf natürlich nicht kontaminiert mit irgendwelchen Teilchen sein, weil ansonsten hast du Korrosion innerhalb der Miner und dann verschleißen die sehr schnell. Das heißt, du brauchst einen geschlossenen Wasserkreislauf innerhalb dieses Systems. Und dann wird die Wärme über die Wärmetauscher an einen anderen Wasserkreislauf abgegeben. Und das haben wir bei uns im Energy Lab sehr bastelmäßig erstmal aufgebaut, um das zu testen. Und das hier ist jetzt quasi wirklich ein Paket, wo alles in einem ist. Okay, und es ist so, dass ihr da, glaube ich, auch so einen ganz großen Wärmespeicher habt? Oder? Genau. Also, genau, das ist ein Pufferspeicher, also Wärmespeicher. Genau. Ja. Und das Interessante ist ja hier, dass man ja dann vielleicht auch noch eine Wärmepumpe daran anschließen kann. Also das heißt, es ist ja jetzt, das ist halt das Schöne, du kannst das Mining halt auch mit sehr vielen Sachen kombinieren. Und das ist schon echt interessant, dass es jetzt auch plötzlich solche Miner gibt, die so flach sind. Weil sonst ist es so, dass man das meistens so hört oder so, dass man das einfach nur sieht, dass die jetzt einfach nur so ein großer Kasten sind und dass die ganz, ganz laut sind. Und, aber hier ist ja dann auch schön leise und echt ist wirklich sehr interessant, wie die Miner oder
allgemein, wie das Bitcoin-Mining auch jetzt in die Industrie kommt. Absolut. Und habt ihr, oder welche Anfragen zu welchem System habt ihr jetzt am meisten? Also eher Öl oder eher Wasser oder eher Luft? Also oft kommt der Kunde gar nicht mit einer speziellen Anfrage nach einem gewissen Miner, sondern der kommt mit einem Problem zu uns. Ja. Also er sagt hier, ich habe hier irgendwie ganz viel Überschuss und ich möchte das irgendwie verwerten, weil ich nur 1 Cent die Kilowattstunde zum Einspeisen bekomme. Ja. Das ist dann sein Problem. Ja. Und da kommen wir dann als TerraShare und müssen uns die Gegebenheiten anschauen. Okay, der hat Überschuss, wie viel Überschuss, wann fällt der an, zu welchen Zeiten? Hat der noch einen Wärmebedarf und dementsprechend wird das Konzept ausgearbeitet und daraus ergibt sich dann auch, welcher und wie viele Miner dort zum Einsatz kommen würden. Ja, ja. Genau, also das ist jetzt so ein System, ich schätze mal, das wird jetzt in Einsatz kommen, wo halt eben viel Wärme gebraucht auch wird. Ja. Also ein anderer großer Vorteil, den ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte, ist eben bei Wattsminer diese Langlebigkeit und Robustheit. Ja, ja. Also man kann sich ja schon vorstellen, das ist jetzt nicht mehr luftgekühlt, da kann kein Staub, keine Insekten mehr angezogen werden. Und die brennen halt auch nicht durch. Also Wattsminer ist wirklich sehr viel robuster und dadurch auch in der Instandhaltungskosten sehr viel niedriger. Und was denkst du, wie lange die halten? Also da gibt es irgendwie Daten, wie lange so ein Miner hält, also zum Beispiel wie lange so ein S9 hält. Das ist ja auch jetzt schon ein ziemlich alter Miner. Mhm. Oder auch wie lange heute ein S19 hält oder so ein Wattsminer, kann man das sagen? Ja, so ungefähr. Also so ein S9 ist schon noch robuster als ein S19. Die S19, die haben, ich weiß nicht, relativ hohe Ausfallquoten tatsächlich. Oh. Also wir hatten gerade ein Gespräch. Ich weiß nicht, irgendwas zwischen 5% und 10%. Also die fallen innerhalb der ersten paar Monate oder sogar Jahr, wenn man die durchläuft, die haben echt eine hohe Ausfallquote. Oh, okay. Genau, und wenn man jetzt halt Wattsminer anschaut, die machen halt nicht so viel Marketing wie Bitmain, ne? Die sind auch nicht so viel vertreten. Aber am Ende des Tages über die Bitcoin-Philosophie wird sich einfach das beste Produkt durchsetzen. Und deswegen testen wir halt auch verschiedene Produkte aus und versuchen auch hinter das Marketing zu schauen. Und wir sind halt eben von Wattsminer überzeugt. Und wir glauben auch, dass es irgendwann vielleicht so eine Art Wechsel geben wird, wo dann vielleicht auch Wattsminer einen größeren Marktanteil bekommt als Bitmain. Genau, der beste Miner, der setzt sich halt eben durch. So ja. Nice. Und das finde ich richtig cool, dass ihr das hier auch so testen wollt und das auch der Industrie so zeigen wollt. Wo findet man euch? Also, habt ihr eine Webseite oder wo kann man euch eine Anfrage schicken, wenn man auch ein Unternehmen hat und jetzt Interesse an sowas hat? Klar, also auf terrahash.space, da findet man alles. Also wir bieten zum Beispiel auch Lab-Führungen an. Ja. Da kann man vor Ort sich mal die Geräte anschauen, auch mal wirklich dann anfassen, so wie die Wärme da entsteht. Genau, ne? Das ist ja irgendwie so, man geht mit irgendwie ein paar Grad rein und wie viel Wärme kommt es denn hinten eigentlich raus? Ja, ja. Genau, und dann auch mal bei uns eine Tour durch die Firma zu machen. Genau, gleichzeitig bieten wir auch noch Szenarioanalyse an. Ab wann ist denn Mining eigentlich profitabel? Das ist ja auch so eine Frage, die sich jeder für sich bereits zu Hause mal stellt. Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach, kann ich bei mir Mining betreiben? Ja, ja. Das ist nicht so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Deswegen versuchen wir da auch zumindest mal ein Gefühl für diesen Mining-Markt mitgeben zu können, dass man versteht, wie das funktioniert und ab wann Mining profitabel ist. Ja. Genau, ansonsten einfach auf der Website mal vorbeischauen, Kontaktanfrage übers Formular melden und dann melden wir uns auch bei euch. Ah, stark. Gut, dann vielen, vielen Dank und ich hoffe, das war für euch interessant und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Gut.